Wir haben im Watt von Brunsbüttel herkömmliche Sportarten in den Schlick hineingeführt. Von Watt-Handball, Watt-Fußball bis zu Aalstaffellauf, Nordic Watting kennen die meisten wahrscheinlich auch, Fischtennis, also alles das, was man an Land auch machen kann, kann man im Watt auch machen, das sieht dann nur ein bisschen bescheuerter aus und das war eigentlich unsere Intention. Und das macht richtig Spaß, ich muss zugeben, ich selbst war noch nie bei der Watt-Olympiade, weil wir drehen da immer eine Landpartie, da bin ich immer woanders, aber ich habe schon Fotos gesehen und natürlich auch Filmmaterial. Also es ist ein Riesen-Gaudi, der da wirklich, die Wattläden sind von oben bis unten mit Watt beschmiert und haben richtig viel Spaß. Und das Ganze hat aber einen tieferen Sinn, nämlich welchen, Jens? Ja, wir nehmen die Eintrittsgelder, um damit die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft zu unterstützen und haben bisher über 180.000 Euro so eingespielt und gespendet, ohne irgendeinen Cent abzuziehen.